Jetzt ist es raus, der Kuschelkomplex ist kein neuer Bereich, sondern eine komplett neue Map mit eigenem Timer, eigenen Bossen, zwei neue Bosse, eigenem Waffenkoffer, neuen Mechaniken. Wir kriegen jetzt Waffenteile, die wir dort finden können, können daraus einen Blueprint zusammenbauen. Es ist Wahnsinn. Parallel dazu wütet ein Sandsturm über Masra, das Ganze ist ein Event, es gibt neue Rezepte, neue Mechaniken. Es ist verrückt, was hier reingekommen ist, vor allem weil in Season 3 bereits super viel reingekommen ist. Im Endeffekt unser DMZ komplett auf den Kopf gestellt wurde. Wir haben ein ganz neues Spiel und jetzt noch Season 3 Reloaded, die noch mehr Mechaniken reinbringen. Und unter anderem auch für uns Solospieler, dass wir uns nach dem Tod noch anderen Teams anschließen können und noch nachfragen können, ob sie uns mitnehmen. Wahnsinn! Es ist komplett irre, was hier alles reingekommen ist. Aber bevor dieses neue Leben beginnt, noch eine Zusammenfassung der ganzen kleinen News, Anführungszeichen klein, die gekommen sind. Und zwar das allererste. Größere Teams bekommen jetzt eine Teamwarnung. Das heißt, wenn ihr in der Nähe eines Vierer-Teams seid, 4+, also 5er- oder 6er-Teams, werdet ihr gewarnt. Also als größere Teams, 3 oder 4 oder mehr Spieler, werdet ihr sozusagen nicht mehr frei über die Map laufen können, was sehr, 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 sehr geil ist. Einige haben ja gehofft, dass die 6er-Teamgrößen komplett aus dem Spiel genommen werden. Das haben sie zwar nicht gemacht, aber dafür gibt es jetzt diese Warnung, so dass man sich in Acht nehmen kann vor diesen überdimensional großen Horden an Spielern. Dann haben wir eine Änderung beim Juggernaut. Generell ist es so, dass jetzt der Juggernaut einen Waffenkoffer tragen kann. Also auch hier wird mehr Zufall reingebracht auf die Map, mehr Variabilität. Dann gibt es zwei neue Rezepte, auch sehr, sehr cool. Einmal für das Nachtsichtgerät und einmal für das Kreislauftauchgerät, also für die Tauchfläche. Bei dem Nachtsichtgerät ist es so, wir brauchen einen alten Wein und zwei Notfallrationen. Und dann können wir das Ganze gegen Nachtsichtgerät tauschen. Ist natürlich super wichtig für den Koschei-Komplex. Also hier die Möglichkeit, noch zusätzliche Nachtsichtgeräte mit in den Komplex reinzunehmen, wenn wir denn nicht dort welche finden, also wirklich auf Nummer sicher zu gehen, weil es gibt ja einige Areale, wo wir ohne Nachtsichtgeräte wirklich verloren sind. Und das Kreislauf-Tauchgerät, ja, es gibt viele Bereiche, wo man tauchen kann. Jetzt ist die Frage, ob man das jetzt wirklich unbedingt für den Koschei-Komplex braucht. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man über einen speziellen Eingang reingeht, dann kann es gut helfen. Hier braucht man eine Festplatte und einen Tee, also auch extrem leicht zu craften. Und dann hat man die Kreislauf-Tauchgerätflasche auch bereit. Soweit wir das bis jetzt absehen können, sind alle speziellen Räume soweit gleich geblieben. Also beispielsweise der Krypteraum, den kann man noch ganz normal looten, ist offen, zugänglich. Eine Sache haben sie definitiv verändert, und zwar den Kranraum. Der ist gefixt, man konnte vorher über alle Seiten reingehen, über die Vorderseite Fenster einschlagen, ohne eine Tür aufzuschließen, einfach durch das Fenster rein. Das jetzt Glitch zu nennen, ist fast schon übertrieben. Man konnte einfach reingehen, das war einfach offen alles. Und da drin waren halt schöne orangene Kisten, die man looten konnte. Ein sehr, sehr attraktiver Raum, gerade wenn man da oben gespawnt ist. Und der ist jetzt gefixt worden, also die Fenster sind zu. Man kommt gar nicht mehr rein, über beide Seiten nicht. Die restlichen Räume und auch die Probleme, die es teilweise mit einigen Räumen gibt, die ich jetzt hier nicht erwähnen will, was Glitches angeht, die scheinen alle noch da zu sein. Also nur der Kranraum an dieser Stelle gefixt. Was die Teamanfrage nach dem Tod angeht, auch eine sehr coole Sache. Hier können wir also gegnerische Teams anfragen, nachdem wir als Solospieler gestorben sind. Aber auch im Team ist es jetzt so, wenn das ganze Team down geht, dann können die einzelnen Teammitglieder immer noch anfragen und aufgehoben werden. Das heißt, nicht nur für Solospieler natürlich, sondern auch für die Teamspieler sind da die Überlebenschancen nochmal stark erhöht. Finde ich ein bisschen schade, persönlich gesagt, dass Teams auch nochmal eine zweite Chance haben, weil da dieser Vorteil von dem Solo jetzt so ein bisschen kleiner wird. Also es könnte danach schreien, dass es noch mehr große Teams gibt, noch mehr Vierer, Fünfer, Sechser Teams, was ich jetzt ein bisschen schade finde. Also die Wahrscheinlichkeit, große Teams zu finden, steigt dadurch nochmal extrem. Aber ja gut, wir nehmen es hin. Hauptsache die Solospieler haben hier an dieser Stelle nochmal einen schönen Bonus bekommen und haben eine zweite Chance. Richtig gut. Kommen wir jetzt zu dem Koschei-Komplex und ganz wichtig, Koschei. Ich höre schon so viele Leute, die Koschei sagen. Es ist, ich verlinke das Ganze mal hier oben. Da könnt ihr gerne draufklicken. Da haben wir mal eine Stunde lang über den Koschei gesprochen in einem Livestream. Das ist halt so eine Saga, so eine Sage praktisch, so ein altes Märchen. Der Koschei-Komplex jetzt hat 4 Zugänge. Die Zugänge kanntet ihr bereits, wenn ihr die Redacted, also die Geschwärzt-Mission gemacht habt. Und zwar über 4 verschiedene Bereiche auf der Map. Dann konntet ihr Bunker finden und da Sender anbringen. Das erste ist hier in Rohan Oil. Dann kommt ihr über dieses Rolltor in einen neuen Bereich rein. Könnt dann durchlaufen und seid da hinten am Bunker. Dann oben in Tarek sozusagen, oben unter der Brücke. Momentan anscheinend der beliebteste Ort, um die neue Map zu betreten, da unter der Brücke einfach durch das Loch reingehen und dann seid ihr auch drin. Der dritte Ort ist da, wo der Sandsturm ist, ziemlich cool übrigens.
dieser Sandsturm auch ein Event in Season 3 Reloaded. Also dieser Sandsturm scheint so eine Sache zu sein. Wir wissen noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Zumindest ist es erstmal so, dass die ganzen Sniper gehandicapt sind. Also die ganzen Scharfschützen, die von den Dächern immer runtergeschossen haben, haben erstmal keine Chance mehr. Auch helle Waffentarnungen, leuchtende Waffentarnungen und sowas werden abgeschwächt. Also man ist definitiv getarnt, auch hier als Solospieler. Wieder super geil, auch das können wir als Solo-Spieler-Bonus vielleicht noch dazu nehmen. Was jetzt genau der Sinn dahinter ist, wissen wir noch nicht. Vielleicht können wir das noch herausfinden. Auch ein sehr spannender Bereich. Aber es ist erstmal, so wie es aussieht, ziemlich gut umgesetzt. Und ja, eine schöne Abwechslung, das Ganze. Macht doch irgendwo Eindruck. Und wenn wir dann in diese Stadt gehen mit dem Sandsturm, dann hier in die Tiefgarage rein, da finden wir dann den dritten Bunkereingang, auch hier ganz durchlaufen. Und dann kommen wir direkt zu dem Koschei-Komplex. Sobald wir hier reingehen, lädt die neue Map und wir kommen wirklich komplett in eine neue Map rein. Wer Redacted jetzt bis Stufe 3 gespielt hat, der hat die Mission gesehen, dass man sozusagen im nordöstlichen Bereich da in der Wüste etwas suchen muss. Und tatsächlich ist es so, dass man da den vierten Eingang findet. Dieser vierte Eingang zu dem Koschei-Komplex ist etwas schwieriger, würde ich sagen. Also zum einen, kaum jemand geht dahin. Das heißt, ihr seid erstmal sehr sicher. Habt ja keinen Stress, mit anderen Teams zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, weil eben nicht jeder Redacted 3 freigeschaltet hat. Aber man muss dazu sagen, dass dieser Eingang auch ein bisschen komplexer ist. Es ist ein bisschen, ja, man muss da sozusagen ein paar mehr Aufgaben erfüllen, um weiterzukommen. Es ist nicht so easy und man muss sich auch ein bisschen vorbereiten. Ich werde jetzt heute an dieser Stelle nicht so viel zu Koschei sagen und die Zugänge. Also wichtig ist nur zu wissen, dass jeder Zugang einen bestimmten Spawn beinhaltet. Also wenn ihr in der Tiefgarage reingeht, dann kommt ihr an einem bestimmten Bereich in Koschei raus. Und ja, diese Plätze sind immer fix und man kann sie lernen und sie haben auch einen gewissen Sinn. Jeder Eingang sozusagen hat ein Rätsel, das ihr erstmal lösen müsst. Rätsel, Anführungszeichen, ist mehr oder weniger schwierig. Und dann kommt ihr erst sozusagen in den Hauptteil. Und über diesen vierten Eingang gibt es eben ein besonderes Rätsel, was etwas schwerer ist, würde ich sagen, als die anderen. Und dann auch eine weitere Folgequest, die man machen kann und die dann im Endeffekt auch zu den ganzen Dingen führt, wie Waffenkoffer, Bosse und so weiter und so fort. Das ganze Ding unten, der ganze Koschei-Komplex ist wirklich gewaltig. Das ist ein Riesenkomplex und ich bin sehr gespannt, wie wir das alles noch herausfinden werden, was das alles noch zu entdecken gibt. Auf jeden Fall, eines ist klar, da unten wird es geben, oder gibt es momentan zwei Bosse. Das ist einmal der Rhino, bisschen blöd übersetzt schon wieder, ich verstehe nicht manchmal diese deutschen Übersetzungen, warum das sein muss, die haben einfach Nashorn gesagt. Also, wie kann man denn den Rhino-Boss Nashorn nennen? Ich weiß nicht, ich hasse sowas. Auf jeden Fall, ja gut, also ich sag jetzt mal weiterhin, Rhino ist da unten und der Sniper ist da unten. Also diese beiden Bosse, zuerst trifft man wohl auf den Rhino, wenn man den besiegt hat, auf den Scharfschützen. Aber wie gesagt, an dieser Stelle, das reden wir nochmal ganz in Ruhe. Zusätzlich gibt es einen neuen Waffenkoffer, den man eben auch auf diesem Wege hin kriegen kann. 6 neue Belohnungen in dem Waffenkoffer, also auch hier viel zu tun. Vor allem, weil dieser Waffenkoffer sehr schwer zu erreichen ist. Das heißt, hier haben gerade Leute, die ein bisschen mehr Aufgaben brauchen, nochmal ein gutes Stück zu tun, was ziemlich geil ist, finde ich. Aber es gibt noch viel mehr als das. Das ist jetzt das Besondere, und zwar gibt es Waffenteile. Und wir merken schon an dieser Stelle, die ganzen Sachen, die hier drin sind. Es hieß, dass das Studio, die Abteilung, die jetzt für diese Map zuständig war, das Ganze so ein bisschen als Experiment sieht. Was kann man in DMZ alles machen? Wo kann der Weg hinführen? Und das zeigt so ein bisschen, dass sie momentan experimentieren und gucken, wie man DMZ nutzen kann, in welche Richtung das in Zukunft gehen kann. Mega spannend. Also ein Teil, den sie noch reingebracht haben, sind Waffenteile. Das heißt, man kann auf der Map an bestimmten Orten in kleinen Kästchen Waffenteile finden. Einzelne Waffenteile, zum Beispiel ein Magazin, einen Lauf und so weiter und so fort. Und diese Waffenteile, wenn man sie dann alle hat, kann man dann zusammenbauen zu einer neuen Waffe. Auch ziemlich krass. Das ist dann eine Blueprint, die man hat. Das ist einmalig nur in DMZ zu finden und nur im Koschei-Komplex. Ziemlich cool. Also eine ganz neue Mechanik könnte man überall einführen. Sowas könnte auf Almasra kommen, in Gebäude 21 und so weiter und so fort. Dann natürlich das Nachtsichtgerät. Das Nachtsichtgerät haben wir bereits craften können auf Almasra selbst. Allerdings ist es so, dass wir es hier auch finden können bei Spielern. Also bei Spielern sage ich schon, bei einzelnen Bots. Und zwar mehrfach. Auch in Kisten liegen die NPCs rum, wenn man Pech hat, findet man aber keins. Also um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man schon eins craften. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr dunkle Bereiche im Koschei-Komplex. Und man unterschätzt es, weil gerade die Bots auch sehr, sehr stark sind. Also Nachtsichtgerät, meiner Meinung nach, absolutes Muss. Ich bin mit dem S der Total-Tram reingegangen. Also Leute, bringt gar nichts. Ganz ehrlich, Nachtsichtgerät, wirklich Pflicht. Die Rundenzeit ist übrigens 30 Minuten. Das heißt, egal wann ihr reingeht, also egal wie lange ihr
auf Almasra seid, sobald ihr in den Koschei-Komplex reingeht, startet für euch ein 30-Minuten-Countdown und die Mitspieler sind komplett random. Das heißt, es kann sein, dass ihr ein 6er-Team habt, was ebenfalls aus Almasra mit in den Koschei-Komplex reinkommt. Es kann sein, dass ihr niemanden habt, komplett alleine seid. Es kann sein, dass ihr ein, zwei Solospieler dabei habt. Das ist komplett random. Je nachdem, wer sozusagen in den anderen Instanzen zu ähnlichen Zeiten mit euch in den Koschei-Komplex, in diese Luftschleusen reingegangen ist. Also auch hier sehr, 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 sehr spannend. Dadurch, dass es 4 Eingänge gibt, könnt ihr euch selber überlegen, gibt es eben 4 Spawns und aus diesen Spawns heraus 4 Rätsel, die jedes Team oder jede Person dann an seinem Spawn lösen muss, um dann in den Hauptteil der Map zu kommen. Sehr, sehr spannend. Es gibt eine neue Handelsstation, die ist noch ein bisschen, ja, mit großem Fragezeichen, wozu das ist, werden wir bald herausfinden, werden wir ein separates Video zu machen, wie gesagt. Auch sehr, sehr spannend, was da alles zu holen geben wird. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr erfolgreich aus der Map rausgeht, was jetzt eigentlich nicht so schwer ist erstmal, das Reinexiten fand ich persönlich jetzt nicht so schwer. Es kommt auch an, welche Exit, und es gibt viele Exits und viele Möglichkeiten und Wege, was cool ist. Aber generell auf jeden Fall für jeden gut machbar, leichter als auf Gebäude 21. Meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, schon wesentlich einfacher sogar, würde ich sagen. Jedenfalls, wenn ihr rausgeht, dann kommt ihr eben nicht zurück auf Almasra. Das ist noch wichtig zu erwähnen, sondern ihr habt dann eure Runde beendet und landet wieder im Hauptmenü. Das heißt, Exit ist Exit und ihr habt dann alles gesichert. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, erstmal natürlich vielen Dank an die ganzen Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Beste Grüße gehen raus. Und ich muss an dieser Stelle erstmal erklären, diese Funktion, diese Inception, also die Map in der Map, das ist nun mal etwas ganz Besonderes, auch da scheinen die Entwickler, oder scheinen, sie haben es gesagt, sie testen momentan viel und experimentieren. So, was heißt das erstmal? Die 60 Spieler, wir haben 60 mögliche Spieler auf Almasra, die spawnen können, werden sich erstmal verteilen in die Spielerschaft, die auf Almasra Aufgaben erledigen wollen, und in die Spielerschaft, die weitergeht, weiterzieht sozusagen in den Koschei-Komplex. Das bedeutet, wir kriegen erstmal ein Minus an Spielern auf Almasra, und das ist schon vielen Leuten erstmal schlecht aufgestoßen, die sagen, ja, das wird ja langweilig. Auf der anderen Seite freuen sich viele Leute und sagen dann, ja, ist doch geil, habe ich meine Ruhe, kann ich endlich meine Missionen machen, endlich weiterkommen, weniger PvP, weniger Ärger auf der Map. Also es hat sein Für und Wider, muss man erstmal so stehen lassen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es ist einfach so, von diesen 60 Spielern müssen jetzt die Spiele abziehen, die weiterziehen in den Koschei-Komplex. Eigentlich eine sehr, sehr geile Funktion. Tarkov will das auch bald machen. Also es ist schon länger geplant gewesen, diese Inception-Mechaniken. Und sehr, sehr interessant, dass DMZ jetzt ausgerechnet der Extraction-Looter-Shooter ist, der dieses System als allererstes einführt. Ich kenne jetzt kein anderes System, was das macht, außer vielleicht Marauders, wo man aus dem Raumschiff noch in die Raumstation für den Raid starten kann. Aber ja, das ist noch ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Der nächste Punkt betrifft die Teamgrößen, also die Leute, die in der Schleuse sind, die werden sozusagen automatisch in den Koschei-Komplex gezogen, sobald ein Countdown abgelaufen ist, und dann startet der Koschei-Komplex mit einer zufälligen Anzahl an Spielern. Das bedeutet aber auch, dass sich vorher 6er-Teams formieren können und gemeinsam da unten reingehen können, was ein Riesenproblem ist, meiner Meinung nach, weil diese 6er-Teams natürlich in so einem Komplex wie dem Koschei-Komplex, wo du wirklich nur Infight hast, also Gänge über Gänge, es wesentlich leichter haben, an gegnerische einzelne Spieler oder 2er-Teams oder 3er-Teams zu überrennen, wie wenn du sozusagen in normaler Größe reingehst. Also das scheint schon eine starke Mechanik zu sein. Ich sehe jetzt noch keine Methode, die sie entwickelt haben, um dagegen vorzugehen, außer diese Warnung, die sie jetzt eingeführt haben. Wird das reichen im Koschei-Komplex? Momentan ist es so, dass noch nicht so viele Leute in den Koschei-Komplex reingehen. Das wird sich, denke ich mal, am Wochenende jetzt verstärken. Und dann geht es peu à peu. Die Leute werden herausfinden, wie die Map zu spielen ist, was alles freizuschalten ist, welche geilen Belohnungen es gibt. Ich werde selber auch am Freitag starten und ich werde nur in den Koschei-Komplex gehen erstmal. Das ist das Allerwichtigste. Ein paar Missionen nebenbei noch machen, klar. Aber Koschei ist das Ding und es gibt wirklich so viel herauszufinden. Alleine schon dieser Punkt mit der Handelsstation, das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich deswegen sehr, 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 sehr auf alles Weitere, was wir da unten kennenlernen werden. Und ich bin sehr glücklich, dass die Entwickler diesen Weg gegangen sind und diese Offenheit zeigen. Also das heißt, es kann auch alles Mögliche passieren für uns im DMZ-Modus. Ich bin nochmal richtig positiv gestimmt in Season 3. Ich finde, die haben sau viele gute Sachen gemacht. Wenn wir diese DMZ-Bundles weglassen, worüber man heiß diskutieren kann, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich muss los, ab in den Koschei-Komplex und denkt dran, Koschei-Komplex. Ich sag hasta luego und hasta la vista.